Dann gibt es hier so einen roten Ding und dann kann ich meinen Kauz überall hinschicken, aber irgendwie. Jedenfalls da oben ist eine Schneeeule. Haben wir gesehen. Mega cool. Weiter geht's. Okay, aber dich irgendwo hinschicken kann ich nicht, oder? Ich glaube gerade nicht. So, bevor wir hier alle schlecht werden, weil ich mich 5000 Mal drehe, einen nach dem anderen klappern wir jetzt ab. Oh, hallo Aru, richtig? Als wüsste ich nicht, wer du bist. Ich erkenne Kamora Schmiedekunst, wenn ich sie sehe. Rondin hat mich Harmon vorgestellt und ich konnte ihn am Amboss zuschauen. Es war legendär. Ich wusste, ich musste so viel wie möglich lernen. Ich sagte ihm, dass ich alles wissen wollte, was er weiß. Ich bin vom Schmieden besessen, solange ich denken kann. Auf der ganzen Welt habe ich so viele Dinge gelernt. Mein Outfit beispielsweise sieht aus wie das eines Schmieds, den ich mal getroffen habe. Echt bequem zum Arbeiten. Oh, Verzeihung, ich bin Minail. Ich habe vor kurzem hier diese Schmiede in Elgardo eröffnet. Und da du gerade hier bist, wie wäre es, wenn wir deine Ausrüstung eine Rundumerneuerung verpassen? Wir könnten damit anfangen, deine Waffen auf Meisterrang zu verbessern. Du verlierst deine Randale-Fähigkeiten, aber ich kann dir Randale-Dekorationen schmieden, mit denen du sie zurückbekommst. Du musst sie dann nur ausrüsten. Einige Fähigkeiten können Effekte schwächen, doch du kannst allerlei neue Kombinationen probieren. Finde neue Möglichkeiten. Gib mal kurz her. Hamon hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich die Stufe 4 Dekorationen schmieden kann. Da sind ein paar wirklich nützliche Dinge drunter, die die Jagd noch spaßiger machen. Komm also jederzeit vorbei. Ja, ich will doch einfach nur gucken, was du hast. Darf ich bitte? Wenn du Meisterrangmaterialien zum Schmieden von Meisterrangwaffen verwendest, werden alle ausgerüsteten Randale-Fähigkeiten entfernt. Meisterrangwaffen haben allerdings Randale-Dekorationsslots, sodass du durch das Ausrüsten von Randale-Dekorationen verlorene Fähigkeiten wiedererlangst. Gut. Mein Hals tut weh. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ach, das strengt voll an, Alter. Das Ganze vorlesen. Ich will doch nur wissen, ob der komische Krebs jetzt was hatte oder nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Hermitau. Aber sieht nicht so aus. Hatte der eine Rüstung? Meisterrang. Ja, es gibt was Neues. Da, Hermitau. Okay. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so federmäßig ist. Weil, ja, habe ich jetzt nicht erwartet. Seltenheit 8. Was hat denn der für Fähigkeiten? Ganz kurz. Beschleunigt das Wegstecken von Waffen. Das ist cool. Erderschütterung, ja. Rückwurf. Patronen nachladen, ja, ist nicht so meins. Pfeile. Bogengewehr. Also nichts für uns. Ja, das ist wieder eine Rüstung für Dinge. Es gibt ganz. Ich weiß nicht warum, aber es gibt nicht so viele Rüstungen für einen Jagdhornspieler. Also ganz oft sind Rüstungen für Pfeil und Bogen, Jagdgewehr oder für. Halt immer nicht das, was ich brauche. Oh, zasterische Grüße, du bist doch diese Jägerin aus Kamura. Aru, willkommen an meinem Stand. Apropos Kamura, wie geht es Kagero? Es ist diesem wunderbaren Mann zu verdanken, dass ich heute der bin, der ich bin. Er hat mich im Handeln und der Kunst des Schwertes unterrichtet. Eine ungewöhnliche Kombination, aber hilfreich für Händler. Ich bin mit der Klinge vertraut, setze sie aber nicht gern ein. Ich bin mehr daran interessiert, anderen zu helfen. Deshalb studiere ich, um Arzt zu werden. Allerdings muss ich mir dazu vorher noch die nötigen finanziellen Mittel besorgen. Sobald das abgeschlossen ist, werde ich meinen Meister auf seinen Reisen begleiten. Also bitte komm jederzeit vorbei. Oh, fast vergessen, Kagero und ich haben der Lotterie eine tolle neue Funktion hinzugefügt. Du musst das ausprobieren. Wenn du jetzt dein Glück versuchst, besteht die Chance, dass ein Schneekauz erscheint. Und wenn er das tut, bekommst du vielleicht Glücksbälle. Je mehr dieser zufälligen Kugeln du sammelst, desto mehr Punkte bekommst du für einen Preis. Und wenn ich so sagen darf, es gibt jede Menge wunderbare Preise. Interessiert, oder? Ja, gib her. Ja. Warum kann ich denn nicht mit dir? Mein Gott. Lotterie. Glücksbälle sind Glücksbringer, die du manchmal nach dem Lotteriespiel erhältst. Immer wenn du einen Gewinn sammelst, immer wenn du ge nochmal, immer wenn du einen gewinnst, sammelst du Punkte. Sobald du eine bestimmte Anzahl von Punkten hast, gewinnst du einen Preis. Nachdem du einen Glücksball erhalten hast, besteht die Chance, einen seltenen Bonusball zu bekommen. Bonusbälle multiplizieren die Punkte alle 2, 4 und 8.
Okay. Lotterie ist nicht so meins. Der Versuchung. Ich hab da nämlich kein Glück. What the fu? Das kriegt doch jeder, oder? Wow, that's a bunch. Glücksballpunkt 180 von 300. Schmelznektar. Okay. Okay. As always, thank you. Hier. Ah, Aro, ich hab dich erwartet. Ich wurde von der Buddy-Blase in Kamura entsandt, um die Buddy-Angelegenheit hier in Elgato zu übernehmen. Um ehrlich zu sein, ich bin kein Buddy, weil mir das Jagen nicht liegt, aber der Job ist perfekt für mich. Und ich freue mich sehr, dass ich die Chance habe, der Heldin von Kamura zu helfen. Beim Barter eine Freude. Oh, und hast du schon die Buddy-Tafel in Elgato gesehen? Sie ist hier direkt neben mir. Ich hoffe, du wirst sie und die Piazza ausgiebig nutzen. Grüß dich! Hast du vielleicht Interesse an ein paar Hinterzimmergeschäften? Oh, keine Sorge, alles seriös. Kein Grund, zur Waffe zu greifen. Da ist aber jemand vorsichtig. Schick deinen Buddy los, um mit einer Empfehlung zu handeln. Dann kriegt er Zugang zu Hinterzimmergeschäften. Das heißt, dass deine Buddies manchmal zusätzlich zu den Objekten, die sie handeln, noch andere Objekte zurückbringen. Sie könnten sogar einige besondere Objekte mit zurückbringen. Aber verlass dich nicht nur auf mein Wort. Ich meine, probier's selbst aus. Du wirst es nicht bereuen. Außerdem habe ich von neuen Boni gehört, die auf den Märkten verdient werden können. Klingt gut, oder? Wenn du auch welche in die Pfoten kriegen willst, schick ein paar deiner Buddies los. Was zur Hölle? Du kannst alle Buddy-Blase-Einrichtungen in Kamura bequem über die Buddy-Piazza in Elgado erreichen. Buddy-Scout. Besonderer Buddy gibt's nicht. Anheuern brauche ich eigentlich. Boah, Level 30. Krass. Vielleicht muss ich doch welche anheuern. Hat der neue Ohren? Haben die neue Ohren? Die kenne ich nicht, die Ohren. Die kenne ich auch nicht, die Ohren. Sind doch neu. Neville. Hübsch. Gut, das war das. Dann. Jäger, da sind sie noch beschäftigt. Schickst du einen Buddy bei Handelsanfragen mit einer Empfehlung los, kann er an Hinterzimmergeschäften teilnehmen. Die Empfehlung läuft niemals ab und du kannst sie einsetzen, wann immer du willst. Deine Buddy können vom Hinterzimmergeschäften seltene Objekte mitbringen. Manchmal bringen sie aber auch einfach nur Schrott. Okay. Nutze Fiek, um an Hinterzimmergeschäften teilzunehmen, weil das können somit... okay. Schmelzpudding. Ist das egal? Habe ich davon unendlich? Wenn ich davon unendlich von diesen Hinterzimmerdingern habe, dann klar, dann schicke ich die halt los. Dojo? Alles cool. Die sind noch beschäftigt. Dann, hallo? Potzblitz, es ist Aru. Nutzt du auch schön die großen Seilkäfer? Die sind ganz schön praktisch, nicht wahr? Verrückt, wie ihr superstarker Faden dich über die ganze Karte fliegen lässt. Und sie lieben Juwelenlilien, nicht wahr? Sobald sie einer in ein paar von ihnen bequem gemacht hat, bleibt da. Wer auch immer auf die Idee kam, die zu Transportzwecken zu nutzen, ist ein Genie und komplett irre. Verzeih den Gedankenschwall, aber ich habe welche gefangen und dachte mir, dass du sie besser nutzen könntest. Bitteschön. Wenn du Juwelenlilien siehst, platziere dort einen Käfer und du kannst ihn jederzeit nutzen, wenn du vorbeikommst. Okay, gut, mache ich. Danke. Habe ich jetzt mit allen geredet? Bin ich sicher, dass ich mit allen geredet habe? Nein, du kommst erst am Schluss dran. Da drüben ist noch einer. Der Koch. Zuckerschnäuzchen, du bist die Jägerin aus Kamura. Ich bin Azuki, Besitzerin und Betreiberin des Teeladens hier in Elgado. Willkommen. Du musst nach einer so langen Reise erschöpft sein und hungrig. Ich hoffe jedenfalls, dass du hungrig bist, denn es gibt eine neue Option im Teeladen. Hüpfende Spieße. Diese neuen Spieße werden deine Dango-Erfahrung verbessern oder verschlechtern. Mehr dazu später. Du kannst diese Brandmiaue-Funktion ohne extra Kosten nutzen. Vielleicht willst du sie ja gleich mal ausprobieren. Später. Später. Jetzt möchte ich denn doch mit dem Knaben hier reden. Endlich bist du da, die ultimative Jägerin des Dorfs Kamura. Was für eine angenehme Überraschung. Ich hatte erwartet, dass du eine Art Muskelprotz bist, okay?
Aber du hast die Augen einer besonderen Jägerin. Kein Wunder, dass du zu Hause so beliebt bist. Ich muss sagen, ich bin etwas neidisch. Hätte ich mich in Kamoras Stärke engagiert, wäre ich vielleicht auch ein großer Held. Ha, achte gar nicht auf mich, okay? Ich bin nur ein grummeliger altes Streitross. Dennoch, gestatte mir, mich richtig vorzustellen. Ich bin Arlo, Hauptausbilder dieses feinen Außenpostens. Willkommen. Ich bin zwar hier der Hauptausbilder, aber vieles unserer Kampfkunst kommt aus Kamora. Kamora hatte wohl einen tollen Ausbilder. Ui, stimmst du mir nicht zu, Utsushi? Ah, Schwierigen, du wusstest, dass ich da oben war? Hätte nicht anderes von einem Ritter des königlichen Ordens erwartet. Ich bin gleich unten und keine Käuze, okay? Beeindruckend, Arlo. Du hast nicht mal hingesehen und wusstest sofort, wo ich war. Dein Spürsinn ist Schuriken scharf. Nun mach mal halblang. Tu nicht so, als wolltest du nicht bemerkt werden. Und hör auf, so kriecherisch zu sein, okay? Alles klar. Nun kommen wir zum geschäftlichen Teil. Aber zuerst... Ass, hast du dir diesen krassen Krater angesehen? Der ist riesig. Als wäre etwas vom Himmel gefallen oder so. Enorm, nicht wahr? Weißt du, im Königreich gibt's eine Menge Leute, die das auch so sehen. Einige sagen sogar, als wäre die Sonne vom Himmel gefallen. Wenn dir wirklich jemand die Ohren davon vollquasseln soll, dann red mit Passapartu, okay? Krass, dann quatsch ich ihn später mal an. Okay, Ass, ich habe was in Kamora vergessen. Nein, ich habe alles. Ich habe vergessen, weißt du was? Neustart. Ich habe eine neue Jagdtechnik perfektioniert, an der ich gearbeitet habe. Ich habe nur vergessen, von ihr zu erzählen. Darum muss ich dich bitten, zurück nach Kamora zu kommen. Du kannst auch kommen, wenn du magst, Arlo. Ist bestimmt interessant, oder? Ich bin dabei. Okay, ich werde zurückgehen und dort auf euch warten. Informiere Arlo, wenn du bereit bist und komm rüber. Hey, was machst du für ein Gesicht? Komm schon, du weißt, dass die Arena der sicherste Ort zum Erlernen neuer Dinge ist. Abgesehen davon hat Elgato keine Arena. Jupp, hier ist keine Arena. Sie haben beim Bau von diesem Ort an jeglichen Luxus gespart. Das einzige Großartige ist der Name. Wir haben da hinten einen schönen Pool, richtig? Okay, Ass, wir sehen uns in Kamora. Wieder an Bord, ja? Also nochmal. Ich reise mit einem Schiff, keine Ahnung, 4 Monate. Ich weiß ja nicht, wie lange die da rumschippern durch die Gegend, um hier anzukommen. Und dann sagt er mir, ach ja, shit, ich habe was vergessen. Und dann muss ich 4 Monate mit dem Schiff wieder zurückschippern. Natürlich, ja klar. Kommen wir in die Pötte, okay? Utsushi wartet auf uns. Ey, wie krass. Okay, Ass, Unterrichtszeit. Sorry für die Umstände, aber ich habe eine neue Technik für dich. Wechselkunsttausch. Auf diese Weise kannst du Wechselkunstsets sofort austauschen. Tausche Fähigkeiten aus, um den Anforderungen zu entsprechen und mit den Herausforderungen auf die Jagd klarzukommen. Los, verwende Wechselkunsttausch, um zwischen Wechselkunstsets zu wechseln. Probier dieses Set hier aus. Zieh deine Waffe und versuch dann einen Wechselkunsttausch mit L2, 3 und Kreis. Ich bin schon mal RIP. Mit der Aktion Wechselkunsttausch können alle derzeit ausgerüsteten Wechselkünste während einer Quest geändert werden. Mit weggesteckter Waffe, Klingenmeister mit gezogener Waffe, Schütze mit gezogener Waffe. Dies kann auch über die Aktionsleiste ausgeführt werden und ist mit dem Steuerungstyp 2 effektiv. Wechselkunstsets werden bei der roten Wechselkunsttauschrolle oder der blauen Wechselkunsttauschrolle registriert. Du kannst zwischen der roten und der blauen Rolle wechseln. Das in der roten Rolle registrierte Wechselkunstset ist das Standardset, das am Questanfang verfügbar ist. Du kannst die registrierten Wechselkünste bei der Objekttruhe ändern, einschließlich der im Zelt. Zieh deine Waffe am Boden, Ausfallhieb. Zieh deine Waffe am Boden, gezogener Doppelhieb. Oh Gott, ich hab keine... Oh Gott, das ist mir schon wieder zu viel hier. Weggesteckte Waffe, L2, Dreieck und das. Probieren wir es einfach mal. Mehr als schief gehen kann ich. Eine oder mehrere Wechselkünste erlernt. Schwinger-Kombo. Gut. Kann ich jetzt nach unten springen? Oder soll ich erstmal hier probieren? Another job well done. Wenn du deine Waffe ziehst, siehst du. Tausch ausweichen nach Wechselkunst. Du kannst sogar Monstern ausweichen. Was? Warte, warte! Tausch ausweichen. Was ist ein Tausch ausweichen? Nach Wechselkunsttausch. Okay.
Oh, cool. Also, wenn ich den das hier mache, dann mache ich. Dann kann ich den. Okay. Dann, dass er mich nicht haut. Okay. Ich hätte da oben bleiben müssen. Nee, das war falsch. Ich will nochmal ein bisschen üben hier. Gut. Okay. Ich soll mit ihm reden. Ich dachte, das geht gleich los. Der will nur mit mir quatschen. Entschuldigung. Ja, ich bin aufgeregt. Okay, es sind neue Sachen. Du kannst Wechselkünste in deiner Objektruhe festlegen oder über Wechselkünste verwalten in deinem Zelt. Registriere Wechselkunstsets in deiner roten Rolle oder blauen Rolle. Übrigens beginnst du eine Quest mit dem Wechselkunstset, das bei der roten Rolle registriert ist. Lege deine Alltagsfähigkeiten in der roten und deine Lieblingsfähigkeiten für einen Regentag in der blauen fest. Willst du deine Wechselkunstsets festlegen? Jetzt ist deine Chance. Sag mir, wenn du bereit bist, loszulegen. Um bestimmte Aktionen für deine Waffe zu ändern, wähle Wechselkünste verwalten. Ach ja. Ich will das nicht verwalten und ich will das auch gar nicht machen. Muss ich das machen? Ich muss mit dem reden. Ich würde sagen, es ist Zeit, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Dein Tanzpartner wartet. Geh nach unten und leg los. Wenn du genug hast, kannst du zurückgehen, indem du im Startmenü Quest abschließen auswählst. Listen up! Darf ich jetzt? Darf ich jetzt? Ja, aber was ist das jetzt für eine Melodiemodus-Darbietung nach linkem Schwinger? Schwinger-Kombo. Das schnall ich nicht. Sorry. Ich weiß nicht, was er daran jetzt anders sein soll. Die hat genauso zu wie sonst auch. Autsch. Ich bin von diesen. Da, was da unten steht, andauernd links, rechts, bin ich eigentlich viel mehr verwirrt. Ich will nicht, dass da unten was steht. Ich habe schon sowieso hier ganz viel. Ich habe das Viech, was mir den ganzen Raum einnimmt. Dann rechts unten meine ganzen Sachen. Die blöden Seilkäfer und keine Ahnung was. Und wenn jetzt noch da die ganze Zeit diese Kombo-Sache steht, bin ich ja ganz bekloppt im Kopf. So ist das Standardding. So. Nein, das ist falsch gewesen. Ich muss die ja wegstecken. Warte mal. Nein, das war's auch nicht. Nein, mach doch. Ach doch, das was ich drücke. So. Das probieren wir mal, was er jetzt macht. Ich hau zu. Du störst, Alter. So, dann schwingt er halt nach links und nicht nach oben, wie vorhin. Ich habe mich so daran gewöhnt, wie die zuhaut und weiß ganz genau, nach dem Schlag macht sie die Attacke, nach dem Schlag macht sie die Attacke. Ich habe keinen Bock, mich jetzt nochmal umzustellen hier. So, vielen Dank. Quest abschließen. Ja, damit können die Leute spielen, die damit spielen wollen. Das ist für Combo-Fanatiker bestimmt total toll und die freuen sich mega. Und mir ist es einfach zu viel. Keine Ahnung. Ich habe meine Standardangriffe und die reichen mir. Damit habe ich bis jetzt jedes Monster kalt gemacht. Ich habe sonst auch alles hingekriegt. Willkommen zurück. Du musst erschöpft sein, aber diese Trainingseinheit war es wohl wert, oder? Bleibt nur zu hoffen, dass du keine weiteren derartigen Trips zurück unternehmen musst. Ich arbeite mit Utsushi zusammen, damit du auch Arena-Quest von mir annehmen kannst. Sag, wenn du eine Herausforderung willst. Ich schätze, dass Utsushi nicht da ist, muss ich wohl den Enthusiasm. Ich kann das Wort nicht aussprechen.
Scheinquester. Ich weiß, wie es heißt und ich weiß, was es bedeutet, aber ich kann es nicht aussprechen. Enthusiasmus mitbringen. Das ist auch falsch ausgesprochen. Tut mir leid. Würde ich nicht drauf zählen. Und eine Sache noch. Es geht um das Mädel, das hier in Elgato für die Quest zuständig ist. Das ist sie da drüben. Prinzessin Shishe? Keine Ahnung. Bestimmt falsch ausgesprochen. Du kannst das Prinzessin-Gerede wohl nur schwer glauben, hm? Glaub mir, die Kleine da ist unsere Prinzessin. Und nicht dieser Blick. Ich sage die Wahrheit. Dieses Mädchen dort ist die Thronerbin. Sie wollte nicht im Schloss bleiben, während alle ihr Leben riskieren. Also wurde sie eine Quest-Rezeptionistin. Sie sagt dir alles, was du über deine Aufgaben wissen musst. Sie sollte auch einige Trainingsquests für dich haben. Pass einfach auf, wie du mit ihr sprichst, okay? Gib mir Mühe. Ich meine, ich... Hab jetzt auch keine anderen Leute beleidigt, aber... Du musst Lady Aro sein. Fiorain hat mir von dir erzählt. Ich bin... Shishe? Mir wurde die große Verantwortung übertragen, hier im Außenposten Elgato alle Quests zu beaufsichtigen. Also lass mich erklären, wie alles funktioniert. Das könnte kompliziert werden. Ich hoffe, ich verwirre dich nicht. Ja, ich verirre mich auch öfters. Oder mich selbst. Mir rutscht das Herz in die Hose. Nein, reiß dich zusammen, dein Herz schlägt nicht bis zum Hals. Denk an deine Herkunft. Wie ich gerade sagte, lass mich erklären, wie das alles funktioniert. Unser dringendes Ziel ist es, den Malseno zu besiegen. Er bedroht das Königreich schon seit, tja, seit immer. Zusätzlich müssen wir die Königreichmonster davon abhalten, in andere Gebiete einzudringen, um so den Zusammenbruch des Ökosystems zu verhindern. Es gibt drei Arten von Monstern, unter denen im Königreich die besonders einflussreich sind. Wir nennen sie die drei Gebieter. Die drei Gebieter sind der Lunagaron, der dir in der heiligen Ruine begegnet ist, der Garangolm und der Drachenälteste Malseno. Da diese Monster ein viel größeres Potenzial haben, das Ökosystem zu zerstören, untersuchen wir sie näher. Und das wird der Fokus der Quest sein, die du annimmst. Danke. Ach, das habe ich recht gut gemacht. Das ist vorerst alles. Wenn du auf eine Quest aufbrichst, dann denk dran, hast du Questfragen, sprich mit mir. Oh, da wäre noch eine Sache. Siehst du die liebreizende Feline dort? Das ist der Kurier. Sprich mit ihm für wesentliche Informationen zur Quest. Oh, noch eine Sache. Da du bei uns bleiben wirst, habe ich ein Zimmer für dich vorbereitet. Ich habe den besten Ort für eine Astjägerin ausgesucht. Er gehört ganz dir. Dankeschön. Oh, hi Aro. Bedeutet das, dass du bereit bist, einen Auftrag anzunehmen? Mal sehen, du bist bereit, eine hochqualifizierte Jägerin also? Ja, ich werde dir fortgeschrittene Quests zuteilen, die wir Meisterrang-Quests oder kurz MR-Quests nennen. MR-Quests werden in Zusammenarbeit mit Kamuras Dorfstätte organisiert. Darum kannst du diese auch akzeptieren. Wenn du zurück nach Kamura willst, dann sprich mit Colin, dem Seefahrer, auf dem Markt oder öffne die Weltkarte. Du kannst jetzt über die Weltkarte ins Dorf Kamura reisen. Außerdem kannst du von Kamura aus zum Außenposten Elgato reisen. Oh, aber wir haben auch ein paar neue optionale Nebenquests. Schau sie dir unbedingt mal an. Wenn du bereit für eine Quest bist, dann brich durch das Tor dort auf und drücke einfach R2. Ich habe ein paar Quests im Dschungel hinzugefügt, die mich besonders freuen. Probier sie mal aus. Oh, ich kann es endlich sagen. Hier ist die Questliste für dich. Städtenquest, Meisterrang? Städtenquest? Gott, so viel. Das habe ich alles. Das ist egal. Die, da habe ich. Ja, ich habe halt nicht alle gemacht. Okay, ich hatte nicht so viel Zeit. Oh, das Geklimper ist. Weiß ich nicht, ob das dann irgendwann nervig ist. So. Fahrige Fährte. Erlege insgesamt 15 Hermitauren unter Velocipray. Er jage ein Kuluyaku? Im Ernst jetzt? Ich will neue Monster klatschen. Er jage ein Königslutrot? Er jage zwei Azurus. Ich will aber neue. Entschuldigung, ich will nicht quengeln. Insektenplage. Rosizuchi. Ich will doch neue Monster machen. Mache ich erst die. Da esse ich aber nichts vorher. Hi. Aro, der beste Kurier des Außenpostens zu deinen Diensten. Ich biete erstklassige Online- und Offline-Kommunikationsdienste an, und zwar 100% gratis. Lust, online mit Freunden zu sprechen? Sag mir Bescheid.
Los geht's. Uhu. Als Ausbilder muss ich dich ab und an testen. Ich habe ein paar Meisterrang-Arena-Quests für dich arrangiert. Sind die nicht toll? Schau sie dir mal in Ruhe an. Wie die anderen Bisser werden diese Quests im Laufe der Verbesserung deiner Fähigkeiten freigeschaltet. Wie weit kommst du wohl? Du kannst jederzeit vorbeikommen, wenn du soweit bist. Hallo Aru, Kogarashi hat mir eine Nachricht gesendet. Jetzt kannst du Monsterjäger als Buddy-Speer einsetzen. Sende einen Buddy zu einem Speerpunkt, um einmal pro Quest einen Satz per Schnellreise dorthin zu gelangen. Ist das nicht großartig? Sekirei hat mir gesagt, dass die Kampfkröte verbessert worden ist. Geh zum Trainingsbereich, wenn du deine Fähigkeiten verbessern möchtest. Ja, gut. Dann machen wir noch schnell die kleinen Krümel hier. Endloses Eden-Dschungel. Those who set foot in this land will behold its breathtaking splendor. Ancient ruins, lush greens, and rich waters. Sehr hübsch. Okidoki. Ab geht's. Eine neue Karte. Wir haben was zum Erkunden. Wir haben leider noch keine neuen Monster, aber das ist schon in Ordnung. Dafür haben wir eine neue Karte. Ich will keinen Kunai benutzen, um den zu Fall zu bringen, aber es ist cool, dass ich das hier ist. Kann man Kunai runterschmeißen? Felsen runterschmeißen mit dem Kunai, das ist cool. Ansonsten werde ich jetzt hier mal mit meinem Hund langlatschen. Und ein paar Leute töten. So, die da muss ich killen und... Ach, muss das mit der Schriftrolle sein? Kann ich jetzt nicht ausblenden? Ich finde es echt nervig, dass ich jetzt noch... Da muss ich mal gucken, ob ich das im Menü ausstellen kann. Es ist voll nett, dass die mir das da sagen, weil ich habe keine Ahnung hier von dem Zeug, aber von der Tastenkombination. Die hatte ich sowieso wieder in 3 Minuten vergessen. Aber da ich das nicht so wirklich einsetzen werde, geht mir das ein bisschen auf den Keks, wenn das meinen ganzen Bildschirm vollmüllt. Was bist du? Nur ein Pilz, okay. Der war so rot. Fischis? Und den hier kenne ich. Und Santa Stories schon. Mit dem bin ich auch ganz lange rumgezogen. Der war echt gut. Kann man nichts sagen. Ich will aber auch ein paar Krebs erwischen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Das ist irgendwie cool. Schon erledigt? Das ist der Große. Nicht, dass er jetzt wütend ist. Doch, der ist wütend. Ich habe das Hirn von dem. Krass. Sorry, but duty calls. So, schnell aufsteigen und dann weg weiter hoppeln hier. Warte mal. Da lang geht's. Ich hab jetzt nicht gegessen, hier wird nicht gekämpft. Was seid ihr? Ich muss 15 von den Knaben hier jagen. Ja, hau doch ab. Niemand will jetzt gegen dich kämpfen. Leuchten die? Die Krabben da an der Wand, leuchten die? Richtig?
Irgendwas kann ich mit dem machen. Das sieht aus wie die Käfer von der Insektenkäfer. Kann sein, dass es auch schon im anderen Teil da war, aber wir sagen die jetzt nichts. Weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Keine Ahnung. So, hier ist noch einer. Ey, ich hau hier aber auch die ganze Zeit daneben, oder? Also ich werde die neuen Tiere zeigen und euch ja mitnehmen, aber die alten jetzt zum Beispiel, den Kuluyaku und die Bären und so, ja, sie sind Meisterrang, ja, sie sind schwieriger und vielleicht haben sie auch eine neue Rüstung, glaube ich nicht. Ich denke einfach, die ist einfach nur verstärkt. Wenn sie eine neue Rüstung haben sollten, dann werde ich sie euch zeigen. Wie komme ich denn hier nach oben? Geht das so? Boah, hat sie... Ah, nicht, nicht! Uiuiui, okay. Wie komme ich da rein? Komme ich da rein? Was bist du? Let's have a closer look. Das sieht nämlich aus wie ein... Vielleicht ein verborgenes Lager oder so? So, gehen wir hier mal weiter. Die ganzen Geheimwege und tralala hopsasa, das muss ich mir natürlich alles noch angucken und die kennenlernen und alles erkunden und so. Aber wie gesagt, ich glaube, ich nehme euch erst mit, wenn halt neue Monster kommen. Und ansonsten zeige ich euch halt bei den anderen Monstern später, wie die Rüstung ausgesehen hat. Oder die Waffe, falls sie sich verändern sollte. Ich finde Sammelquests sind manchmal gar nicht mal so schlecht, weil du brauchst ja die Materialien von den kleinen Monstern und sonst holst du die nicht so oft um. Und von daher ist es schon okay. Aber ich hätte jetzt gerne schon das erste neue Monster gekloppt. Ich möchte echt wissen, was das ist. Also wenn es jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Die leuchtenden Käfer da an der Wand, was ich damit machen kann. Warte, hier war noch mal irgendwo was. Können wir mal benutzen. Okay. Krass. Hallo. Hier ist wieder ein Nest. Da ist der Typi, da habe ich jetzt keine Lust. Ich bin hier an irgendwas vorbeigezischt und da... Da schläft... Ist er tot oder schläft er? Ah, ich komme nicht rein. Das ist eine unsichtbare Wand. Ich komme leider nicht rein. Nee, ich würde sagen, der ist tot. Armer Kerl. Ja, wir haben dich gesehen. Ich will aber jetzt mal in die Insel reingehen. Komme ich jetzt hier rein? Was ist hier? Oh shit. 5000 Sachen. Let's see what nature has in store for us. Oh, neue Sachen. Neue Sachen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Wie komme ich in die Mitte von dem Ding? Und das ist auch noch interessant, das da hinten. Gucken wir uns auch gleich an. Die stehen hier ganz gechillt rum. Kannst du ganz locker killen. Auch nicht schlecht. Hi. Schön, dass du vorbeikommst. So. Dann können wir die hier noch alle einsammeln. Dann gehen wir mal kurz die Ruine da hinten angucken.
thank you. I shall put this to good use. So, da hinten ist noch ein Krebs. Let us move. Aber oben drauf müssen auch dann noch welche sein, oder? Hundertprozentig hört man voll meinen Controller, aber das kann ich nicht ändern. Ich habe schon irgendwie so eingestellt, dass es eigentlich nicht so laut sein sollte, aber manchmal hört man den total krass. Okay, das ist ja cool. Warte, warte. Toll, es gibt wieder versteckte Botschaften hier. So, gucken wir mal hier, was hier drin ist. Wie cool. Oh nein! Nein, ich hab nicht gewusst, dass es das letzte ist. Puh! Farewell, Monster. I shall put this to good use. Nein, wir müssen ganz schnell hier gucken. Oh, lauf, 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 lauf. Schnell. Okay, unterirdisches Tempelding. Sehr hübsch. Knochen. Schnell, schnell, schnell noch in die Mitte. Okay, okay. Okay, das ist der Großbody. Sehr hübsch. Kristalle, Spinne, Netz, ein Ei, was ist da? Weibernest. Premium Weiber-Ei, okay. Weiß ich schon, was ich denn bald liefern muss. Toll. Let's have a closer look. Tja, haben wir. Im Schnelldurchlauf alles angeguckt. Bestimmt gibt es auch wieder versteckte Lager. Unsere erste Aufgabe haben wir erfüllt. Was offenbar ein paar interessante Artefakte gefunden, kann ich mal sehen. Ah ja, recht faszinierend. Meister Kagero hat mir von antiken Botschaften wie diesen erzählt. Ihre Seltenheit hat sie recht wertvoll und extrem begehrt gemacht. Ich hätte gehofft, eines Tages einen Schatz wie diesen zu sehen, und hier ist er. Die sind wirklich nicht einfach zu finden. Du hast wahrlich Glück, in ihrem Besitz gelangt zu sein. Wenn du noch weitere findest, würde ich mir dir sehr gerne ansehen und dich damit dafür belohnen. Danke im Voraus für deine Suche, Hilfe, was auch immer. Noch eine Quest muss ich machen, aber die mache ich nicht jetzt, die mache ich dann später. Und dann sehen wir unser erstes Monster vermutlich gemeinsam mit Azura an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten. Würde mich freuen, wenn ihr das Projekt hier unterstützt. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.